Endlich ist es soweit. Willkommen beim Syndikat, ich bin Kumagawa und hier reden wir über den Teaser zur zweiten Staffel von All of Us Are Dead. 126 Tage nach der Veröffentlichung der ersten Staffel haben wir endlich eine Bestätigung, dass es mit All of Us Are Dead doch noch weitergeht. Was haben wir gewartet und gezittert? Würde Netflix den koreanischen Superhit fortführen oder muss man hier Geld einsparen? Nachdem die Serie knappe 400 Millionen Stunden an Watchtime in ihrem ersten Monat ansammeln konnte, war es am 6. Juni 2022 nun soweit. Wir haben einen ersten Teaser bekommen, der zwar noch nichts zur Handlung verrät oder dementsprechend überhaupt irgendwas, aber wir sehen eine große 2 und nur das zählt. All of Us Are Dead wird fortgesetzt und All of Us Are Happy. Nun wird es spannend zu sehen sein, wer alles für die Fortsetzung zurückkehrt. Bei Onjo, Chong-sang, Nam-ra und Su-hok bin ich mir sicher. Aber es werden auch sicher weitere viele bekannte Gesichter zurückkehren. Angefangen bei Byung-chang, den Lehrer, der den Jonas-Virus erfunden hat, bis zum tapferen Cop Jaik. Zur Geschichte selbst wissen wir bisher nichts. Nur, dass es nun vermehrt um das Schicksal der Infizierten gehen wird. Gefühlt sind die Möglichkeiten endlos, in welche Richtung die Serie nun gehen wird. Von einem Ausbruch in Japan, sowie am Ende des koreanischen Manga, bis hin zu einer Treibjagd der Halbis scheint alles offen. So sehe ich der Zukunft von All of Us Are Dead hoffnungsvoll entgegen. Wie sieht es mit euch aus? Seid ihr happy? Und in welche Richtung wird sich All of Us Are Dead entwickeln? Schreibt eure Meinung gerne in die Comments. Gibt es vielleicht totgeglaubte Charaktere, die nun zurückkehren werden? Hashtag Chong-sang lebt? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.